Inge, 69 Jahre alt. Guten Morgen. Hi, Domian. Hallo, Inge. Ich grüße dich. Ein ganz trauriges Thema. Entschuldige bitte. Um was geht es denn, Inge? Entschuldigung. Ich habe vor 1,5 Jahren einen wunderbaren Mann kennengelernt. Auf eine wunderbare Art und Weise. Muss mich erst mal fassen. Ja. Inge, ich habe jetzt gerade den Anfang gar nicht richtig verstanden. Vor 1,5 Jahren? Einen wunderbaren Mann kennengelernt. Ein wunderbaren auf eine wunderbare Art und Weise. Ja. Er war immer für mich da. Ich bin sehr viel krank. Ja. Wie alt ist der Mann oder war der Mann? Der war 62 und war noch verheiratet und hat in Scheidung gelebt. Mhm. Und du warst zu der Zeit, warst du frei, warst du solo? Ja. Ja. Ich bin schon 20 Jahre alleine. Mhm. Wie hast du ihn kennengelernt? Und den habe ich, ich war tanzen in Werben. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt im Spreewald. Nö. Und da hat er mir einen Zettel hinter die Autoscheibe gesteckt und hat geschrieben, wie hat er denn geschrieben, dass er sich nicht traut, werte Unbekannte, ich traue mich nicht, sie anzusprechen, ich bin ein schlechter Tänzer und meine Telefonnummer und so weiter. Ach so, da hatte er dich schon beobachtet? Der hat mich beobachtet. Und, ich ihm aber nicht, ich habe ihn nicht gesehen. Ja, und so seid ihr dann in Kontakt gekommen? Nachdem so sind wir in Kontakt gekommen. So, und als ich um 23:30 nachts nach Hause fahren wollte, hat der Zettel eben in die Scheibe gesteckt. Ja. Und da habe ich ihn angerufen, unterwegs schon, weil ein Autounfall war. Da musste ich 1,5 Stunden warten, konnte nicht weiterfahren. Mhm. Und da habe ich über Handy angerufen und da hat er geschrieben, nach 4-mal klingeln springt der Anrufbeantworter an und er ruft mich zurück. Mhm. Und das war am Samstag und am Sonntag hat er mich dann Mittag zurückgerufen und da haben wir uns bei uns im Ort getroffen und da hat es gleich zwischen uns Klick gemacht. Und das war vor 1,5 Jahren? Vor 1,5 Jahren. Und ihr seid dann auch in näheren Kontakt gekommen? Ja. Also ist es eine Beziehung, eine Freundschaft entstanden? Ja. Eine Beziehung, kann man sagen? Ja, ja. Eine Beziehung. Jetzt bist er hat alles für mich getan. Wie gesagt, ich habe ihm angerufen nachts um 2 und habe gesagt, komm her, ich habe eine Nierenkolik, fahr mich bitte ins Krankenhaus. Mhm. Und dann hat er mich nach Luckau ins Krankenhaus gefahren und hat mich jeden Tag dort besucht, 5-6 Stunden lang. Hat mir das Beste vom Besten mitgebracht und. Jetzt bist du aber unermesslich traurig, habe ich gerade gehört am Anfang des Gesprächs. Was ist denn passiert, Inge? Bitte? Ich sag, du wirkst jetzt so sehr traurig. Ja, ich bin auch traurig. Was ist denn passiert? Es ist viel passiert, Domian. Ich habe immer gesagt, wann ist denn deine Scheidung? Und er hat immer zu mir gesagt, ich habe noch nichts bekommen. Mhm. Und ich habe es immer geglaubt. Und dann ist er mal eine ganze Woche bei mir gewesen. Und dann habe ich gesagt, und er hat eine Datsche im Garten in Lichtenau. Das ist auch in der Ecke vom Spreewald. Mhm. Und dann habe ich gesagt, du musst doch mal rüberfahren, deine Blumen gießen. Ich kann nicht mitkommen, ich muss auf Physio. Ich muss an der Hüfte operiert werden. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich muss auf Physio. Da hat er gesagt, schade, dass du nicht mitkommen kannst. Da hat er mich so herzlich abgedrückt, ganz herzlich abgedrückt und hat gewunken aus dem Auto raus, bis er mich nicht mehr gesehen hat. Und das kam mir schon also komisch vor und die Tränen kullerten. Ist denn dann irgendetwas Schlimmes passiert? Ja, ganz was Schlimmes. Was ist passiert? Und er kam erst Donnerstag von mir weg und kam Freitag nicht wieder, wollte Freitag kommen. Ja. Er kam Freitag nicht wieder, er kam Samstag nicht wieder und dann habe ich die Nachbarin angerufen. Da ist so ein Funkloch drin und das sind die Einzigen, die ein bisschen Verbindung in einer Ecke haben. Mhm. Und da hat die zu mir gesagt, ich sage, geh doch mal rüber und gucke mal, wo er bleibt. Und da sagt sie, ich kann dir das nicht sagen. Ich sage, was kannst du mir denn nicht sagen? Es war Schlimmes passiert. Ich sage, was ist denn? Ist er krank? Ach, viel schlimmer. Hat er sich aufgehängt? Viel schlimmer. Ich sage, sag mir jetzt, was passiert ist. Ich kann es nicht mehr aushalten. Und dann sagt sie auf einmal, er hat seine Frau und den Lebensgefährten umgebracht. Mit einem Messer erstochen. Du mir nicht. Die Frau und den Lebensgefährten. Mhm. Und er ist jetzt im Gefängnis? Ja. Hast du... Gott, was ist das denn? Inge, wann ist das passiert? Vor 6 Wochen. Ich habe schon viermal besucht und ich darf über dieses Thema nicht mit ihm sprechen, weil er in U-Haft sitzt. Was hast du denn,
Was hast du denn für einen Eindruck von ihm, wenn du bei ihm, du sitzt ihm wirklich... Er war die erste Zeit, hat er zu mir gesagt, ich komm nicht mehr wieder, ich komme hier nicht mehr raus. Mhm. Und da habe ich gesagt, das kannst du mir nicht verbieten. Und dann bin ich wieder hin. Und dann hat er gesagt, ich brauche nicht so sehr, ich brauche nicht so sehr, ich habe das alles nicht gewollt. So Inge, jetzt muss ich dich mal was ganz, ganz Ernstes fragen. Du bist jetzt sehr traurig und sehr verzweifelt. Nur hat aber dieser Mann auch etwas ganz Schlimmes getan. Du kennst ihn 1,5 Jahre. Ja. Du hättest ihm nie im Leben so etwas zugetraut. Nein. Hat er denn in diesen 1,5 Jahren sehr schlecht und sehr schlimm über die Frau gesprochen? Nein, eben nicht. Was ist denn deine Vermutung, warum er das gemacht hat? Hat er sich so gekränkt gefühlt von der Frau? Ja, ja. Ihr Rechtsanwalt hat nur gefordert, einmal 2.000 Euro, einmal 5.000 Euro, einmal 13.000 Euro und Unterhalt. Mhm, mh. Und da hat er, ich denke mal, der hat abgedreht, total abgedreht. Ja. Er hat sich ja selber der Polizei gestellt. Mhm. Er hat sich der Polizei gestellt und hat gesagt, ich habe meine Frau ermordet. Mhm, mh. Dein Kummer, deine Verzweiflung, die ich ja jetzt höre, die wir alle hören, liegt das in erster Linie daran, dass der Mann etwas ganz Schlimmes gemacht hat? Oder liegt es auch daran, dass du ihn jetzt verloren hast? Es liegt daran, dass er ganz was Schlimmes gemacht hat, in erster Linie. Mhm. Aber in zweiter Linie auch, dass ich ihn verloren habe. Gibt es denn bei dir auch, das kam bei mir gerade so ein bisschen hoch, wenn ich mir vorstelle, ihr beide hattet euch ja jetzt gefunden. Ja. Kann man so sagen. Hast du nicht auch ein bisschen Wut auf ihn, dass er dein Leben kaputt gemacht? Er hat sein Leben. Einerseits ja, aber auf der anderen Seite habe ich ihn noch ganz doll lieb und ich möchte ihn noch nicht verlieren. Mhm. Der hat alles für mich getan. Der hat alles für mich getan. Wenn ich mir meinen Rücken gehalten habe beim Staubsaugen, er hat da gesagt, es gibt Pferdestaubsauger, ich mache weiter. Aber Inge, es war nur ein Teil von seinem Ich. Ein anderes Teil hat ganz anders gedacht und hat irgendetwas in sich in aller Stille vorbereitet, was zur Folge hat, dass er euer Leben auch zerstört, eure Zukunft zerstört hat. Genau. Und da finde ich, hättest du schon auch eine Veranlassung und auch ein Recht dazu, stinksauer zu sein. Abgesehen davon, dass er 2 Menschen umgebracht hat, worüber man ja gar nicht mehr diskutieren muss, was für eine entsetzliche Tat das ist. Ja. Aber für dich bricht natürlich eine Welt zusammen, weil du auch wahrscheinlich deine Zukunft mit ihm gesehen hast. Ich war 20 Jahre alleine, Domian. Ja, ich verstehe. Ich war 20 Jahre alleine und habe den Mann gefunden, und dann wo ich gedacht habe, das ist er. Ja, und dann diese kolossale Enttäuschung jetzt. Genau. Es ist ja eine Enttäuschung. Genau. Ja. Ihr dürft nicht über die Tat sprechen, wenn du ihn besuchst. Nein, überhaupt nicht. Ist er denn, wenn du mit weil ihm... Weil er in Urhaft noch ist. Mh. Wenn ihr redet... hast du den Eindruck, dass er verstört ist? Er weint immer zu. Er weint. Mhm. Er weint immer zu und sagt immer, ich habe das nicht gewollt, ich habe das nicht gewollt. Mhm. Mhm. Du weißt über den Tathergang, und was genau? Die Kripo war auch bei mir und hat gesagt, er hat sich ja selber gestellt und hat gesagt, er war vollkommen durcheinander. Mhm. Weißt du, wie der Tathergang genau passiert ist? Nee. Ich habe es nur aus Zeitungen gelesen. Mhm. Wird dir denn, du hast diesen Mann sehr lieb gehabt, zumindest, oder irgendwie immer noch. Ja. Wird dir denn irgendwie denn nicht auch Angst und Bange, wenn da so etwas in dem steckt, dass er 2 Menschen absticht? Ja. Ne? Mir wird es Angst und Bange. Mhm. Mhm. Sag ich dir offen und ehrlich. Mhm. Mir wird es Angst und Bange. Hast du jemanden, mit dem du richtig reden kannst? Bei dem Nein. Du, keinen? Nein. Bei dem du weinen kannst? Nein. Nein. Das ist auch meine Enkelkinder halten sehr zu ihm. Die wollten ihn auch besuchen, aber die haben ihn alle lieb gehabt und gern gehabt, weil er ein herzensguter Mensch war. Ich verstehe das alles nicht. Aber er war eben auch nicht nur ein herzensguter Mensch. Er ist auch ein Mörder. Ja. Das musst du dir auch immer wieder vor Augen halten. Das wird dir nicht. Ob ich denn überhaupt noch hoffen kann, dass er wieder rauskommt? Das glaube ich, kann ich nicht beurteilen. Das glaube ich fast nicht, aber das weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, wie die Beurteilungen sind und ob er zurechnungsfähig war oder ich weiß es nicht. Das kann ich ja nun überhaupt gar nicht sagen. Domian, der hat mich finanziell unterstützt. Der hat wirklich alles für mich getan. Mhm.
und ich verstehe das Ganze nicht mehr. Mhm. Ich war schon so weit. Ich wollte schon Tabletten nehmen. Mhm. Nee, so weit darf es jetzt nicht kommen, Inge. Es ist schon etwas sehr Schlimmes passiert. Es sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Jetzt darfst du dir nicht auch noch das Leben nehmen. Mhm. Wegen diesem Mann. Mhm. Das darf nicht passieren. Das darf wirklich nicht passieren. Weißt du, das ist so verständlich, dass für dich jetzt eine ganze Welt zusammengebrochen ist und alle Hoffnungen zerplatzt sind, die du hattest. Aber halte bitte auch die Tatsachen dir immer wieder vor Augen, was der Mann gemacht hat. Dass dieser Mann nicht nur rosig ist. Und bei allem Verständnis, was in ihm vorgegangen ist, das ist eine so schlimme Tat, die er zu verantworten hat, ne, wo man schon so ein bisschen auf Distanz erstmal gehen sollte. Ich möchte dir Folgendes vorschlagen. Ich fände sehr gut, damit du etwas stabiler wirst, dass du dir eine Hilfe suchst. Wo denn? Ja, und da würden wir dir gerne behilflich bei sein, jetzt gleich. Das heißt, mein Psychologe unterhält sich mit dir im Anschluss an dieses Gespräch mit mir, der Johannes. Ich fände es so wichtig, dass du jemanden hast, wo du einmal in der Woche hingehen kannst, wo du richtig reden und quatschen kannst und der dir so ein bisschen hilft. Wärst du dazu auch bereit? Ja. Ja. Liebe Inge, du legst bitte auf. Ja. Und mein Psychologe, der Johannes, ruft dich an. Ja. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du dich ein wenig zumindest fängst und dass du ein bisschen auf die Beine kommst. Ja? Ich danke dir ganz herzlich. Alles Gute, Inge. Du und legst auf. Viele Grüße an dein Team. Das ist sehr lieb von dir. Du legst auf und wir rufen zurück. Ja, danke. Auf Wiederhören.